Ich finde immer, bei solchen Alien-Geschichten sind eigentlich immer die am gruseligsten und am ekligsten, die sich direkt an dich dran heften. Genau wie bei Alien halt die Facehugger und... Moinsen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Im regulären Spielstand sind wir wieder einmal auf einem verlassenen Frachter unterwegs, den wir aufgespürt haben mit Hilfe von Helios. Der hatte nämlich sowas dabei, was wir da nutzen können, so eine Lokalisierung. Und ja, jetzt ist wieder Aliens wegklatschen angesagt. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns No Man's Sky im Endurance-Update reinspielen vor allem. Oh, diese Hitze, ne? Die Hitze macht meinen Kopf total kaputt. Vielleicht sollte ich mich auch nicht neben die Heizung stellen, aber es ist vielleicht wieder ein bisschen kühler. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt mir auch gerne mitteilen, wie lustig ihr das findet in den Kommentaren, dass mein Kopf verdampft. So, dann würde ich mal sagen, weiter geht's, immer weiter rein, immer tiefer rein in den organischen Wust. Das war hier das Nest des Überbleibsels. Ist das da noch eine Pustel? Hier ist noch eine Pustel. Eitrige Pustel. Am besten die eitrigen Pusteln immer, indem man drunter steht, direkt kaputt machen. Oh Gott, das sieht hier auch schon wieder so vereitert aus. Eiterbeule. Ah. Ich tau die mal hier platt machen mit den, mit dem Spaß. Oh Gott, da kommen sie alle auf mich zu gerade irgendwie. Gott sei Dank sind die genauso schlechte Schützen wie ich. Die hässlichen Aliens. Diese Aliens. Man kann ihnen einfach nicht böse sein. Wie viele sind es denn noch? Aua. Hat er mich erwischt hier, der Klump. Da schmatzelt es. Ah, ich muss schon wieder mich aufheizen. Warum sind denn hier so wenig Heizungen? Wie soll man denn da hinterherkommen mit dem Aufladen? Alter Schwede. Da sind voll wenig Heizungen hier. Ich muss mal hier irgendwie mal schauen, dass ich mal hier irgendwie mal... Ah! Heslon. Du kleines Schweinchen, zeig dich. Bist geplatzt, hä? Hast du nicht gedacht, hä? Nicht mit dir rechnet, hä? So, jetzt mache ich euch kaputt. Schön da hinten reinholzen, genau. Und den da auch. Sag mal, die rauchen irgendwie nur, wenn ich da diesen komischen Sekundärangriff mache. Aber irgendwie sterben die nicht davon. Wie finde ich denn das? Es ist schon irgendwie wie so ein alter Rail-Shooter irgendwie. Wie früher in den Arcades. Da gab es so Rail-Shooter. Da bist du einfach so durchgelaufen. Aua. Und dann sind immer so aus den Gängen von der Seite irgendwelche Aliens rausgeplöpst, die dich dann angegriffen haben. Die musstest du dann abschießen irgendwie. Und wenn du da nicht schnell genug warst, bist du dann irgendwie dann gestorben. Musstest wieder von vorne, musstest wieder Geld reinwerfen. Ja, beim Arcade war das ja so. Da musstest du dann Geld reinwerfen. Und ich kann mich erinnern, ich war mit meinen Eltern in irgendeinem Urlaub, waren wir in so einer Arcade gewesen, so, ja, Ende der 90er war. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Land wir da waren. Keine Ahnung, wo wir da genau waren. Auf jeden Fall, es war irgendeine Insel, glaube ich. Und da war auch so ein Arcade. Und da war ein Automat, wo du dich reinsetzen konntest von The Lost World Jurassic Park. Das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Lustig, ich kann mich sonst an nichts erinnern, aber daran kann ich mich wieder erinnern, weißt du? Und da habe ich dann Dinosaurier abgeschossen. Da kamen dann die Raptoren. Da bist du in so einem Auto gefahren und der Arcade sah auch aus wie so ein Auto. Und dann musstest du mit so einer Pistole, musstest du dann vom Dach vom Auto, musstest du dann die Raptoren abschießen. Und die sind dann auch direkt richtig nah rangekommen. Und wenn du es nicht schnell genug geschafft hast, sind die immer näher gekommen. Und dann war es dann tot irgendwann, wenn du es nicht hingekriegt hast. Und ich habe es natürlich auch oft nicht hingekriegt. Ja, dann musst du halt immer wieder Geld reinwerfen. Das hat natürlich für Unmut gesorgt, weil ich als Jurassic Park-Fan wollte ich halt unbedingt das machen. Und meine Eltern hatten da aber gar nicht so Bock drauf, kann ich mich noch erinnern. Das war natürlich sehr lustig. Nur mal so meine eigene persönliche Arcade-Erfahrung, was das angeht. So, jetzt mache ich die mal platt da hinten, die Fratzen. Muss mich mal wieder ein bisschen besser kondensieren jetzt, glaube ich. Man sieht die aber auch so schlecht in diesem Nebel. Die Aliens, genau.
Oh, Vorsicht, nicht das zweite Nest jetzt noch platt machen. Immer schön die Nester nacheinander platt machen. Und nicht auf einmal alle, weil sonst kommen haufenweise von denen und dann wird es schwierig, die abzuschießen. Habe ich so alle? Drei sind noch übrig. Das ist die Frage, wo sind die drei, die noch übrig sind? Einer ist hier irgendwo rechts, glaube ich. Dieser blöde Nebel, man sieht immer nichts. Da ist einer. Sie verteilen sich aber auch recht clever, ne? Das muss man mal sagen. So, zwei sind noch übrig. Wo sind denn die beiden? Da ist noch ein Nest da hinten. Ich sehe die nicht. Wo sind die denn? Die hängen irgendwo hinter irgendwelchen Kisten fest, wie es aussieht. Dieser Handschuh, der hier rumfliegt, irritiert mich auch ganz minimal. Ich glaube, die haben sich irgendwo verbuggt. Warte mal, hier ist eine Heizung. Da mache ich mal kurz an. Weil dann kann ich mich hier mal ein bisschen aufheilen. Dann lade ich mal noch meinen Schutzschirm hier auf mit einem Idioten-Akku. Irgendwann so ein Spielbär-Arcade erstellen. So ein Automat, wo man immer Geld reinwerfen muss. Ja, da kann man aber auch froh sein, muss ich mal sagen. Weil früher war das ja mehr oder weniger... Oh, jetzt habe ich das zweite Nest auch noch kaputt gemacht. Früher war das ja mehr oder weniger die einzige Chance, Computerspiele zu spielen, ne? Da immer wieder Geld in so einen Automaten reinwerfen. Und immer wenn du das Level nicht geschafft hast, musstest du wieder Geld reinwerfen und solche Sachen. Also ganz ehrlich, da können wir mal echt froh sein, dass die Zeiten vorbei sind, würde ich mal sagen. Stellt euch mal vor. Ja, stellt euch mal vor. Man könnte jedes Spiel nur so spielen, dass man in so einen Kasten Geld reinwirft. Wie scheiße das einfach wäre, ne? Also ich würde das... Da würde ich, glaube ich, auch nicht so viel zocken dann aber auch, ne? Aber ist dann die Frage, das ist dann... Ja, das war's, genau, da war ihn erwischt. Mal ein bisschen Kondensation jetzt hier mal walten lassen. Da haben wir ihn, genau, der ist auch platt. Das sieht doch gut aus. Drei Viecher sind es noch angeblich. Na, da ist einer. Haben wir. Da hinten ist noch einer. Und da oben links. Jetzt entscheiden, wen nehmen wir? Links oder rechts? Den da erst. Der hat sich da so schön verheddert. Und dann den da. Wunderbar. Haben wir sie alle? Oder ist noch einer übrig? Ich mach mal hier die Heizung an. Wenn er mich lässt. War ein Jurassic Kabinett 1994 von Sega. Nee, das war nicht 94. Das war nicht Jurassic Park, das war The Lost World Jurassic Park. Also das, was ich da gespielt habe. Da bin ich mir 100% sicher, dass das The Lost World Jurassic Park war. Das war nämlich nach... War, glaube ich, ein knappes Jahr, nachdem der zweite Teil kam, glaube ich. Oder zwei Jahre, nachdem der zweite kam. Der zweite Film. Und das waren auch die Fahrzeuge aus dem zweiten Film. Deswegen, da kann ich mich ziemlich gut dran erinnern. Und ja, das war ganz witzig. Schade, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wo das war. Von Sega bin ich mir jetzt aber nicht mal sicher, ob es wirklich auch, ob es von Sega war. Also das kann ich nicht sagen, von welchem Entwickler. Dafür ist es zu lange her, auf jeden Fall. Aber ja, da sieht man aber auch mal, wie lange sowas noch hergestellt wurde, ne? Also das war sogar noch bis Ende der 90er und ich glaube auch bis in die 2000er rein wurden solche Automaten noch hergestellt. Oh, warte mal, hier haben wir ja noch Nesta. Ernesto. Auf Spanisch. So, hier. Ich als alter Spanisch-Experte, ne, muss es ja wissen. Nein, die zweite Waffenladung ist aufgebraucht. Ungünstig. Ey, macht mal keinen Stress, ihr hässlichen Fratzen. Sterbt. Du willst dich hier einfach in Deckung begeben? So geht das nicht. Links hat sich einer durchgemogelt. Der will mich von hinten nehmen. Das lasse ich nicht zu. Da ist noch einer, der mich von hinten nehmen will. Was sind denn das hier für schmale Durchgänge, Alter? Ich glaube, ich raste aus. Immer schön die Pusteln auch wegmachen, ganz wichtig. Bäh. Links ist irgendwie einer noch. Nee, da ist noch einer. Kleines Schweinchen. Wo willst du hin? Bleib doch hier. Hab was Schönes für dich. Schön hier mal aufladen. Auch hier wieder den erweiterten Schutz mal aufladen wieder. Mit dem erweiterten Schutz geht das eigentlich alles ganz gut.
Was haben wir denn hier? Ei, hier ist noch ein Nest. Schreckliches Nest. Schade, dass meine Sekundärladung nicht funktioniert mehr. Wie kann man die denn aufladen, die Sekundäraufladung? Oha, oh Gott, also wenn da ganz viele gleichzeitig schießen, nicht die Tür aufschießen, dann ist das schon ganz schön hässlich, muss ich mal sagen. Gott. Deswegen immer schön ein Nest nach dem anderen machen und nicht alle auf einmal versuchen. Sonst kommst du nicht hinterher mit den ganzen Fratzen. Da ist er. Hab ich erwischt. Ich habe, glaube ich, gerade zwei auf einmal getötet. Hier ist noch einer. Noch einer weg. So, jetzt muss noch einer noch übrig sein. Oder auch nicht. Okay. Ich glaube, ich habe sie alle. War das jetzt alles an Nestern hier oder ist da noch was? Warte mal, hier, die habe ich noch nicht geguckt. Naniten. Und was haben wir hier? Vergitterter Bogenkristall. Ja, die sind sehr viel wert. Die müssen wir mal irgendwie verkaufen vielleicht. Was haben wir hier bekommen? Nix. Oder was? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Mal kurz nicht hingeguckt. Und schon. So, hier haben wir jetzt alle Nester geplündert. Das ist schon mal nice. Plasmawerfer mit instabilem Zeug aufladen, okay. Datumsstempel. Als wir den Tainent-Sektor untersuchten, näherten sie uns feindliche Schiffe. Wir funktionierten rasch einen Vermessungslaser um und zerstörten damit die Schilde des Raumschiffs. Feinde zerstört, Kopfgeld eingefordert. Der Sektor war friedlich, wir trafen keine Feinde. Wir wurden im Orbit von Planet Tessia von 54 Piraten angegriffen. Die Expedition konnte keine Gegenmaßnahmen einleiten. Schwerer Schaden am Rumpf war die Folge. Ja, schwerer Schaden am Rumpf ist immer nicht so gut, ne? Würde ich mal jetzt behaupten, dass es eher schlecht ist. Immer schön den Glimmer wegmachen. Und unreines Metall kann man auch immer gut gebrauchen. So, was ist hier drin? Entsetzliche Herzen. Sammeln Sie die Herzen? Hm. Die habe ich schon aufgemacht, weil wie es aussieht. Manchmal denkt man, da wäre eine Ansammlung und dann ist da gar keine. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn man sich diesen Frachter dann unter den Nagel reißen könnte, wenn man ihn gereinigt hat von den ganzen Pusteln und so. Das wäre irgendwie noch geil, wenn man den dann besitzt. Und dann vielleicht auch verkaufen kann insgesamt. Als Weltraumschrott oder so. Oder wenn man ihn wieder herrichten könnte danach. Das wäre schon irgendwie eine coole Sache. So, jetzt haben wir hier alles aufgemacht, oder? Oder habe ich denn noch was übersehen? Wenn ich was übersehen haben sollte, hier ist noch eine Einzeltür, die machen wir mal hier auch auf. Dann sagt mir Bescheid, wenn ich was nicht gesehen habe. Ihr könnt ja immer noch schreiben, also zumindest wenn ihr im Livestream zuschaut, habt ihr immer die Möglichkeit, mir zu schreiben und zu sagen, ich habe was übersehen. Noch was hier hinten in der Ecke? Nö. Und Myrador hat mit Prime abonniert. Nice, 18 Monate, dankeschön. Moinsen, dankeschön. Da ist nichts. Eine Kapsel ist da. Da sind noch Räume dahinter. Ah, diese Eiterbeulen hier, ne? Noch eine Eiterbeule. Hatte ich das schon gelesen? Ich glaube, ja. Ich lade mal noch mal meine Lebenserhaltung schnell auf. Hier das und da das, genau. Und dann schießt man es mal hier rein. Da sehe ich schon ein Nest da hinten. Ist hier links von mir was? Mal erstmal ein bisschen umschauen. Da ist ein Nest. Da ist ein Nest. Zwei Nester. Da hinten könnten auch noch welche sein. Erstmal das da. Geil, die ersten drei haben wir schon direkt gekriegt. Vorsicht. Stirb. Du auch. Genau, so zwei noch. Da ist er. Hör auf, dich so erotisch zu bewegen. Kleiner Alien, du.
Was ich noch cool fände, wäre, wenn es noch ein bisschen mehr Variationen bei den Viechern noch gäbe, irgendwie. Also wenn es auch welche gibt, die wirklich auch Nahkampfschaden machen und nicht nur welche, die... Weil ich finde immer, bei solchen Alien-Geschichten sind eigentlich immer die am gruseligsten und am ekligsten, die sich direkt an dich dran heften. Genau wie bei Alien halt die Facehugger und die richtigen Alien-Drohnen halt. Ne, die dann richtig nah rangehen an dich und dich so richtig von Namen so richtig schön, ne, mit so richtig ekligen Aktionen, richtig ekligen Moves rangehen und so. Oh, was ist denn das da? Wasser. Ach, guck mal, da hat einer eine Probe genommen. Das gucken wir uns gleich an, wenn wir ein bisschen noch gecleant haben, würde ich sagen. Ich mache mal hier noch ein bisschen noch die Heizung an und so. Und dann nehme ich hier schon mal ein bisschen was raus. Wie viel Platz habe ich denn noch eigentlich? Oh, noch reichlich. Gut, dass ich so viel freigeräumt habe. So, hatte ich hier jetzt schon gelesen? Nee. Das hatte ich noch nicht gelesen, aber ich mache mal vorher noch die übrigen Nester noch platt, würde ich sagen. Vielleicht schon mal den Teleporter auch aktivieren. Wo war jetzt noch ein Nest? Da war noch eins. Das war jetzt schlecht. Oh, die haben so viel Deckung da hinten. Okay, da gehe ich mal lieber wieder hier an Anfang. Ha! Da ist er! Immer schön in Bewegung bleiben. Ja, komm raus, du Lümmel. Was ich krass finde, ist, dass die halt auch wirklich so in diese Ritzen laufen können, die Viecher. Dass die anscheinend so Hitbox-mäßig... Von da. So machen wir das also. So läuft das hier, der Hase. Da war noch einer rechts, glaube ich. Da ist noch einer. Erwischt. Zwei noch? Eins noch? Der war hier rechts gewesen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Haben wir erwischt. Das. Oh, da wo rotes Licht ist. Das ist bei Alien auch immer so. Da, wo rotes Licht ist, ist immer schlecht. Da sollte man immer nicht hingehen. Täglicher Bericht des Wachoffiziers. Betriebsentität RÜB wurde wegen Korruption durch die Kommission verurteilt. Strafe, Verbannung vom Schiff. Okay, krass. Einfach raus aus der Luftschleuse und fertig ist die Wurst. Okay, warte, noch irgendwo jetzt hier ein Nest gewesen? Oder war das jetzt hier erstmal die Nestaktion? Hier ist, kann ich noch was plündern. Hier ist nochmal ein Protokoll. Schiffsprotokollfragment wiederhergestellt. Interner Speicher wird verschlüsselt. Ausgabe. Untersuchungsbericht für Offizier Serdesk. Serdesk, Einzigartigkeit des Aussehens außergewöhnlich. Beeinflussbarkeit unterdurchschnittlich. Wahrnehmung sehr niedrig. Schlussfolgerung, Scan erkannt, Protokoll entfernen. Alles klar. Schon erwöhnen. Dann lass mal hier noch ein bisschen rumgucken. Da ist noch Clipper, den wir wegmachen können. Ne? Eitrige Puste. Eitrige Puste. Ach, das ist alles so schön eitrig hier. Nice. Das ist ein regelrechter Wetteiter hier. Das kann ja Eiter werden hier. Zugriff auf Aufzeichnungsterminal erfolgt. Finanzchronik. Biosicherheitszertifizierung. Crewliste abrufen. Crewstatus beim letzten Schiffsbioscan vor 13 Tagen. Befehlshabender Offizier Kapitän Esorz. Offiziere vom Dienst. Navigator Arnis. Arni war wieder dabei. KI-Kontrolloffizier Ik. Glatzomia, zweiter Ingenieur Laschif Katz. Crewmitglied aktiv 102 Crewmitglieder, ach du Scheiße. Außer Gefecht 34. Überzähliges Personalentität Kuschat, Bauaufseher. Anwenderentität. Aktualisieren wir mal den Bioscan. Jetzt dürften es 0 sein wahrscheinlich. Keine biologischen Spuren gefunden, die mit Crewaufzeichnung übereinstimmen. Okay, alles klar. Tja, sind sie wohl alle weg, die 100. Seltenen Gegenstand gefunden. Nice. Und ich muss mich schon wieder aufladen hier. Warte mal. Nimm mal hier noch den sauren Stoff mit. Hier müssen wir noch lang, hier drüben. Ich muss mal wieder hier was reinstecken.
Da, genau. Hier ist noch ein Kasten. Ist hier noch ein Nest? Jetzt ist die Frage. Oh, hier ist einfach eine Sackgasse. Das wäre so eine typische Stelle, wenn wir jetzt in einem Alien-Film wären, wo von oben dann einer kommt und dich wegschneckt. Oder von der Seite, wo einer dann... Wo einfach irgendeiner kommt und dich wegschneckt. Ihr wisst ja, wer da kommt. Oh nein, da geht's nach unten. Sowas hasse ich ja immer. Und da wäre noch eine Tür. Warte mal, da ist eine Sackgassentür. Moment. Machen wir erstmal das mit der Sackgassentür. Wir können uns ja auch nochmal zurückporten eigentlich. Und vielleicht mal noch ein paar Sachen ablegen. Was haben wir hier Schönes? Eine Heizung ist da erstmal. Das ist schon mal gut. Unreines Material. Und sonst ist hier nichts. Genau. Die Probe hast du vergessen. Ja, nee, 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 das mache ich schon noch. Keine Sorge. Probe nehmen wir noch. Da ist die Probe. Die hatten wir beim letzten Mal nicht gefunden, glaube ich. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass da so einer in so einem Glaskasten drin war. Lebender Schleim. Ach so, das gibt nur lebender Schleim. Ja, das ist ja mal ein Rohrkrepier. Ich dachte, ich könnte den jetzt mitnehmen da, den Spezimen. So, warte mal, wie viel Platz habe ich? Ach, ich habe noch genug Platz. Komm, wir gehen da jetzt direkt unten reinkommen. Direkt rein und fertig. Und hast du nicht gesehen. Warte mal, von der anderen Seite, nicht, dass ich runterfalle. Schön runterspringen erstmal und Leben verlieren. Zonen erkundet, 7 von 10. Es ist nicht mehr viel, tatsächlich. So, dann gehen wir mal weiter. Okay, das sieht hässlich aus. Ein hässlicher, enger Gang, aber hier ist schon mal eine Heizung. Das ist schon mal positiv. Hier ist ja überhaupt keine Deckung. Aber eine Heizung immerhin. Okay, warte, erstmal das Nest da wegmachen. Immer möglichst schnell, möglichst viele erschießen, glaube ich, am Anfang. Wenn das Nest so auseinandergeht. Ich bin gerade irgendwie inkompetent. Jetzt habe ich sie. Aber die sind zum Glück nicht besser. Kann das sein, dass dieses Spiel sich bei der Festlegung der Zielgenauigkeit der Gegner so ein bisschen dran orientiert, wie der Spieler so zielt? Weil irgendwie kommt es mir ein bisschen so vor, als würde sich das so an meinem Skill orientieren irgendwie. Weil die immer nach unten schießen, obwohl sie direkt vor mir stehen. Das ist so sehr auffällig irgendwie. Guck mal, da auch wieder. Die treffen irgendwie nicht wirklich. Ich meine, das finde ich sehr solidarisch von denen, ne? Dass die genauso schlecht sind wie ich. Wo sind sie denn jetzt? Da hinten. Die wollen dafür sorgen, dass ich auf sie schieße und dabei das andere Nest aufmache. Das können sie vergessen. Wie er sich da festklammert am Nest. Oh, ich glaube, er kommt. Das war gut. So, jetzt sind es noch zwei. Wo sind denn die anderen beiden? Ich check's gerade nicht. Wo sind die anderen beiden? Oder sind sie jetzt schon... Ach, da. Einer noch. Wo ist denn der letzte jetzt? Links von mir? Ah, da. Wundernice. Haben wir doch schön weggemacht. So, warte, jetzt ist noch... Da ein Nest und dann da drüben noch eins. Ich mach erstmal die Heizung an, dann kann ich mich da... Schön regenerieren. Machen wir erstmal das da. Sterbt! Ihr hässlichen Fratzen, ihr. Ich muss denen mal die Deckung wegschießen. Man muss sich auch erstmal dran gewöhnen, dass die so an der Decke langlaufen. Aber wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat. Einer ist noch übrig. War der nicht hier gerade eben noch links? Da. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. So, warte mal. Ich muss mal noch mal schnell mal hier hin. Ich muss mich mal schnell noch mal aufladen. Aufladen, aufladen. Hier, genau. Da noch mal was reinstecken hier. Genau, so. Und dann kann es weitergehen. So, dann machen wir das Nest mal noch platt. Wie es schön schmatzt auch. Also jetzt komme ich wieder irgendwie in die richtige Inkompetenz gerade.
Aber die Deckung ist ganz gut, die ich hier habe, muss ich mal sagen. Einer noch. Links von mir anscheinend. Da ist er. Wenn die sich nicht bewegen, sind sie aber auch echt schwer zu sehen manchmal, wenn man das Auge nicht sehen kann. Wenn man die nur so von hinten sieht, dann checkt man das gar nicht richtig. Neuen Gebäudeteil erlernt. Industriewerkbank. Oh, sehr schön. Robust konstruierte Inneneinrichtung. Nice. Was haben wir hier? Credits. Schmutz. Jawohl. Nichts Besseres als das gibt's. Units. Ich muss mal hier den Teleportinski aktivieren und dann machen wir mal schnell mal hier den Großrechner noch. Zugang zu privatem Großrechner verweigert. Schiffsweite Bioscans weisen auf einen schweren Vorfall hin. Überschreibung verfügbar. Beginne damit, das Schicksal des Kapitäns zu ergründen. Im Zweifel ist er verstorben, weil am Ende des Tages, ich hatte ja keine Daten von ihm. Eingabe akzeptiert. Protokoll zeichnet das Schicksal des Kapitäns als gelöscht auf. Der diensthabende Offizier kann das Kommando übernehmen. Als Navigator Arnways anmelden. Genau. Willkommen, Navigator Arnways. Das Protokoll wird dich als vorübergehenden Kommandantin führen. Lesen. Korvax-Konvergenz lehrt, dass jeder Wert im Verhältnis anzusehen ist. Es gibt keine Zahlen ohne andere Zahlen. Kein Leben ohne anderes Leben. Warum also muss ich dies tun? Andere rasten. Ja, ich raste aus. Es ist ihr Recht, andere werden wiedergeboren. Ich habe unzählige Hüllen bewohnt, hunderte Zyklen durchwandert das Universum. Ach, es ist Zeit für mich, etwas zurückzugeben. Es ist an der Zeit, meinen Zehnt zu zahlen. Alle Korvax sind eins, heißt es, aber so ist es nicht. Wir sind eine Familie an Seelen, wir sind niemals allein. Wir haben Stimmen in unserem Verstand. Dieses Schiff, dieser Frachter, er wird mein neuer Körper werden. Ach, er formt mich, er verändert mich. Ich möchte nicht gehen, ich möchte nicht. Na toll, was hat der denn wieder da gemacht? Nice, noch ein Dings. Dann haben wir jetzt schon das dritte, oder? Ne, das zweite war das jetzt, glaube ich. Ja, das zweite und dann noch das dritte. Zwei Räume müssen wir noch. Hier hätte ich jetzt überall schon geguckt. Warte, hier sind noch Pusteln. War jetzt hier noch ein Nest? Ne, jetzt haben wir jetzt alle... haben wir jetzt alle platt gemacht. Immer schön hier den Schleim wegmachen. Genau, wunderbar. Und hier mal schön aufmachen. Alles plündern. Und noch ein Protokoll. Forschungsprotokolleintrag folgt. Wartungscrew hat eine Bakterienkolonie im Frachtraum gefunden. Ja, eine Bakterienkolonie, ja, das kann man wohl sagen. Die ist mal ein bisschen eskaliert, die Kolonie, würde ich mal sagen. Bisschen eklig. Schon wieder Schmutz. Wer lagert denn in seinem Spind Schmutz? Wer macht denn sowas? Welcher Schmutzfink? Schon wieder. Lauter Schmutz da drin, das gibt's doch nicht. Units, das gefällt mir schon eher. Hatte ich die schon aufgemacht? Nee, noch nicht. Oh nein, nicht Nip-Nip. Da wäre ich doch wieder gescannt und krieg wieder auf die 12. Das finden die Wächter doch wieder überhaupt nicht toll, wenn ich mit Nip-Nip erwischt werde. Unreines Metall. Hatte ich das schon aufgemacht hier? Nein. Viking-Deutsch, hätte ich das schon aufgemacht? Ja, das habe ich schon aufgemacht. Kann man die umgeschmissenen, die kann man nicht aufmachen, oder? Hier ist ja noch ein Dings. Unvollständiges Crew-Ausrüstungsverzeichnis. Interface-Entität Shizia. Atmosphärenwartung. Okay, 5 Tage, Ergebnis ist... Innenseite des Schließfachs, alles klar. So, dann weiter im Text. Ja, schon wieder eine Leiter. Ich weiß nicht, wie geil ich diese Leitern finden soll, ehrlich gesagt. Okay, 9 von 10 ist aber der vorletzte jetzt. Jetzt gehen wir in den letzten Abschnitt. Warte, halt! Nein, geh nochmal hoch. Ich muss auch mal schnell aufladen. Ich merke gerade, mein Kälteschutz ist nicht mehr ganz auf Höhe. Warum geht der denn immer ins Raumschiff auch standardmäßig? So ein Quatsch. So, hier, warte. So, genau. Jetzt kann es runtergehen. Illegale Waren, immer schön im Frachter bunkern. Dann scannen sie es nicht. Okay, jetzt haben wir erstmal das Problem. Jetzt müssen wir erstmal hier die illegalen Nester beseitigen. Oh Gott, 2 Stück sind es noch. Das ging voll in die Wand. Ja, sieht doch gut aus.
Ich mich kondensieren muss manchmal. Vorsicht, nicht das Nestblatt machen jetzt. Da sind noch zu viele von den anderen hier. Geh da weg von dem Nest. Verschwinde da. Komm raus. Okay, hab ich. Alles klar. Warte, jetzt muss ich mal gucken. War hier jetzt noch einer? Nee, war keiner mehr. Okay, dann letztes Nest. Stirb, du Fratzke. Sag mal, was ist denn jetzt? Jetzt wieder Inkompetenz ausgebrochen. Komm schon. Alles klar, einer noch. Nice. Haben wir alles. Ist doch gar nicht mal so groß der Raum hier, siehst du mal. Dann nimm mal das hier mit. Naniten. Korvax-Gehäuse. Naniten. Ja, diese kleinen Summen an Naniten, die summieren sich dann natürlich auch irgendwann auf. Unvollständiges Crew-Ausrüstungsverzeichnis. Navigation. Persönliches Schließfach enthält Lötkolben, Druckschlauch. Ja, das ist alles ganz toll. Ich habe hier noch kein einziges persönliches Schließfach gefunden. Letzter Abschnitt. Jawohl. Was stand da? Musk? Ach nee, Mutzug. Okay, haben wir geschafft. Nice. So, jetzt plündern. Plündern, plündern, bis der Arzt kommt. Hier könnte nämlich wieder ein Upgrade-Modul versteckt sein. For the Fregatte. My dear friends. Und da ist nochmal ein... Da sind nochmal Proben. Nochmal was lesen hier. Unvollständiges Frachtverzeichnis, Quantenprozessor, sechszackiger Entkoppler. Okay. So, wo sind denn jetzt die Upgrade-Module hier? Ich will die Upgrade-Module haben jetzt. Ich bin dafür hergekommen. Und ich will sie haben. Moment. Mal hier nochmal schnell aufmachen. Und die Heizeinheit mal anmachen. Wunderbar. Hätte ich nicht schon längst das Fregatt... Ah, seltener Gegenstand. Romantische Andenken. Ein Buch. Okay, interessant. Ein Roman. Vergiftetes Gedöns. Quatsch, vergitterte Kristalle. Naniten. Komm schon, ich brauche das Upgrade-Modul. Wie? Kein Upgrade-Modul? Ist nicht euer Ernst jetzt. Das Ding da kann man nicht aufmachen, oder? Warte mal, hier liegt noch ein Protokoll oder so. Unvollständiges Crew-Ausrüstungsverzeichnis. Ja, das lese ich jetzt hier nicht alles. Das kann man nicht aufmachen, oder? Nee. Also ich muss mein Lebensdings nochmal voll machen hier, mein... Hm. Das bekommst du vom Computer. Ach so, okay. Das habe ich auch noch nicht gelesen, oder? Ah nee, da stand zuvor runtergeladen irgendwie. Ja, ist gut. Weggehen. Computer. Computer, gib mir das Modul. Zugriff auf Maschinenbedienfeld, genau. Technologie-Upgrade, Frachter-Shot herstellen. Technologie-Upgrade herstellen, ne? Frachter-Shot ist ja... Die zwei soll ich machen. Aber wir wollen doch Fregatten-Dings haben. Am Computer gibt es nur Frachtschlots für den Frachter. Aber wir wollten doch... Wollten wir nicht Technologie-Upgrades haben für den... Ich weiß jetzt gar nicht, was habe ich beim letzten Mal denn gemacht? Habe ich da auch die zwei genommen? Nimm mal die zwei. Frachtschlot. Aber wo ist denn der Fregattenslot? Eins ist was anderes. Lagerraum ist Schott herstellen in eins. Eins ist was anderes. Ja, ich will ja das Fregatten-Upgrade-Modul haben. Haben wir hier kein einziges jetzt gefunden? Das ist nicht euer Ernst. Warum habe ich das jetzt gemacht? Eins ist ein Upgrade-Modul zum Verbessern des Hyperantriebs.
Ach, verdammt, ey. Ich dachte, diese Missionen hier wären eine sichere Bank für Fregatten-Upgrade-Module. Scheint ja nicht so zu sein. Oder ich habe irgendwo noch einen Behälter übersehen vielleicht. Die geborgenen Module sind nie 100% safe. Kannst 0 haben oder sogar 4. Also habe ich jetzt mal wieder Pech gehabt oder was? Verdammt nochmal, ey. Warum habe ich denn da nur so ein riesen Pech mit diesen Modulen, ey? Das ist doch ätzend. Wie soll ich denn so jemals meinen Frachter richtig ausgebaut kriegen mit Zeug und hast du nicht gesehen? Das dauert ja Jahrzehnte bei dem Tempo. Wenn man einen Frachter mit Fregattenmodulen findet, merkt euch das System. Der Frachter ist immer derselbe im System. Also kann man den Notfallempfänger immer im selben System nutzen. Ach so. Ja, da beim letzten Frachter hat man halt, aber ich weiß nicht mehr, in welchem System das war. Müsste ich mir nochmal die Episode angucken. Aber da hatte ich ein Modul gefunden, ja. Das ist halt die Frage, ob das sich lohnt für ein Modul oder ob man nicht vielleicht nochmal einen suchen sollte in einem System, der vielleicht zwei Module hat. Tja, ärgerlich. Haben wir wohl kein Fregattenmodul diesmal gekriegt. Ach Mann, das ist so gemein, ja? Dieses Fregattenmodul, ich sag's euch, das ist diese eine Karotte, die sie einem hinhängen, die du aber so gut wie nie kriegst einfach. Veräußere die Crewliste. Na gut, dann machen wir jetzt nochmal Geld, indem wir das jetzt noch veräußern alles. Würde ich sagen, wo ist denn die Station? Da ist die Station. Auf zur Station! Es soll ja auch nicht zu leicht sein. Ganz ehrlich, ich finde es aber mittlerweile auch ein bisschen nervig, weil du willst halt auch mal deinen Frachter mal mit den ganzen Räumen auch erweitern, aber die kannst du halt nur freischalten, wenn du diese verdammten Fregattenmodule bekommst. Und die befindest du halt gefühlt einmal alle 30 Stunden irgendwie. Das ist schon irgendwie ein bisschen wenig. Es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Eine sehr mühselige Suche. Man braucht Ausdauer. Ja, das ist schon fast ein bisschen zu mühselig, meiner Meinung nach. Weil so braucht man ja für den Frachter einfach voll lange, ey, bis du den mal richtig ausgebaut hast, ne? Ob ich schon mal Elite Dangerous gespielt habe? Nee, habe ich nicht. Habe ich auch nicht vorzuspielen. Gehört habe ich davon schon, habe ich aber nicht vorzuspielen. Ist mir zu kampflastig einfach. So, dann schauen wir mal. Ah, bei ihm könnte ich es abgeben. Was kriege ich eigentlich bei ihm für das Zeug? Bei dem anderen da kriege ich ja Geld. Was kriege ich bei dem da? Kriege ich bei dem... Was kriege ich da? Ansehen oder was kriege ich da? Ruf. Ach so, nee, den will ich nicht. Ich will das Geld haben. Ruf kriege ich auch so, wenn ich denen ihre Artefakte zurückgebe. Und feuchten Händedruck. Nee, den will ich nicht, feuchten Händedruck. Für die Mühen will ich Geld haben. Ich will entlohnt werden. Die Crewliste verkaufen. Bam, gib ihm hier. Veräußere das Kapitänsprotokoll. Genau, haben wir gemacht, ne? Wie viel habe ich denn jetzt bekommen? Ach ja, stimmt, da gab es ja unreines Metall. Stimmt, das konnte ich ja auch irgendwie dann wieder raffinieren, genau. Ja, so war das. Ja, dann warb ich mich jetzt noch schnell mal zum Frachter. Und dann gucken wir mal, wenn wir das in die Raffinerie stecken, müsste ich davon Naniten bekommen, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das müssen wir sowieso mal mit dem Schleim auch machen. Dass wir das mal alles durchraffinieren. Das kann ich ja mal offscreen auch mal machen. Einfach mal das durchlaufen lassen, diese Raffinierungsgeschichten. Du bekommst Metall, kannst du bei ihm eintauschen oder zu Naniten machen. Ja, wir machen es mal zu Naniten, glaube ich. Nee, warte, wo war das? Wo war meine Raffinerie? Ah, die Dings ist fertig hier, die Expedition. Vielleicht mal gucken. Flottenkommandant bereit. Nachbesprechung, was haben sie denn gefunden? 28.000 Units, Iridesit, aktiviertes Indium, oh. Units. Und das war's. Ja, das war doch gar nicht so schlecht. Aktiviertes Indium, das kenne ich noch gar nicht. Interessant. Coole Sache. Und Credits hier. So, wo war meine Raffinerie denn jetzt, Mensch? Bin schon wieder so verwirrt, ey. Ich habe die doch irgendwo hier hingebaut. Hier. Genau, gib mir mal hier... Ah, Nanithaufen. Siehst du, 280 Naniten. Sauber. So, warte, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, warte. Ich werfe jetzt nochmal hier den Schleim rein.
1400 Einheiten lebender Schleim. Nicht schlecht. Das kann jetzt erstmal durchlaufen nebenbei, würde ich sagen. An dieser Stelle ist diese Folge No Man's Sky jetzt wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge No Man's Sky. Bis dann, ciao, ciao.